Hi, schön, dass du da bist. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du Kali Linux installieren kannst auf Deutsch im Jahr 2021. Und zwar zeige ich dir nicht einfach irgendeine Standardinstallation, sondern ich zeige dir meine persönliche Installation, so wie ich das auch schon seit Jahren mache. Und es ist meiner Meinung nach die beste, effektivste und schnellste Möglichkeit, Kali so zu installieren, dass du es optimal nutzen kannst. Also, wenn du von mir lernen willst, wie man Kali richtig installiert und aufsetzt, dann bleib dran, dann ist das Video genau richtig für dich und ich wünsche dir mega viel Spaß bei dem Video. Also, let's go! Cybersecurity. Be part of IT. Okay, dann beginnen wir gleich mal. Und zwar benötigen wir für Kali Linux erstmal eine Virtualisierung. Unsere Virtualisierung nennt sich VirtualBox. Das ist sozusagen eine Software, die einen PC simuliert. Die laden wir herunter. Einfach hier auf den Link klicken und auf Download. Dann, der Link kommt natürlich wie immer in die Beschreibung. Dann landen wir hier und wir suchen hier unser Betriebssystem aus, in unserem Fall Windows. Klicken hier drauf und schon erscheint der Download. Einmal speichern und wenn das Ganze dann abgeschlossen ist, einmal draufklicken, dann öffnet sich das Ganze. Hier erscheint dann ein Installer und den müssen wir einfach durchführen. Jetzt einfach nur immer weiterklicken, Agree, weiter und so weiter. Okay, ich habe das jetzt schon, deswegen steht bei mir hier nur reparieren. Ihr klickt hier einfach auf weiter, ich mache das Ganze jetzt mal zu. Wenn ihr das dann installiert habt, dann schaut es bei euch so aus. VirtualBox, also ihr habt dann eventuell eine Verknüpfung auf dem Desktop. Und ja, es sieht so ähnlich aus bei euch. Ich habe jetzt hier schon mehrere virtuelle Maschinen. Wir sehen hier auch schon, ich habe eine Kali Linux Maschine und ja, ein paar andere. Bei euch ist hier keine einzige. Und ja, wir wollen natürlich hier jetzt Kali Linux installieren. Deswegen gehen wir auf die Kali Linux Webseite und laden uns Kali Linux herunter. Hier ist zu beachten, ne? Okay, das ging ein bisschen schnell. Wir klicken hier auf Download. Und dann müssen wir eben uns ein Image herunterladen. Und dieses Image muss für VirtualBox sein. Deswegen scrollen wir hier ganz runter, klicken auf Download Virtual Machines und klicken hier auf Kali Linux VirtualBox. Dieses Tutorial geht nur für VirtualBox. Wenn ihr VMware habt, könnt ihr euch aber hier auf VMware runterladen. Also wir klicken VirtualBox. Da klicken wir hier auf den roten Button. Und dann öffnet sich eine neue Seite. Die lädt jetzt ein bisschen. Und dann sehen wir hier schon. Hier müssen wir wieder aufpassen. Hier ist jetzt VMware aufgeklappt. Wir wollen aber nicht VMware, deswegen klappen wir das gleich zu. Okay, das kann man nicht zuklappen. Wir klappen einfach VirtualBox auf, hier drauf auf jeden Fall achten und dann wählt ihr eure Version aus, also entweder 32-Bit oder 64-Bit. Im Normalfall habt ihr 64-Bit, alle neueren PCs haben 64-Bit. Da einfach draufklicken und schon startet sich der Download. Hier, das speichern wir, das hat 3,6 GB. Das Ganze dauert jetzt 25 Minuten bei mir zumindest. Das hier einfach abwarten und danach geht's weiter. Okay, wenn wir das Ganze dann heruntergeladen haben, dann klicken wir einmal drauf. Und es öffnet sich unsere VirtualBox Manager. Und ja, wir bekommen hier so ein Fenster. Hier können wir jetzt einstellen, wo der Basisordner der VM sein soll, also wo die Daten gespeichert werden. Und ja, das ist hier auf C. Wenn ihr auf C keinen Platz mehr habt, dann bitte stellt hier D ein. Dann können wir hier noch ein bisschen uns anschauen, was so eingestellt wird in der virtuellen Box. Normalerweise müssten wir das alles selber einstellen. Aber da wir so ein cooles Image haben, das extra dafür vorbereitet wurde, wird hier automatisch Debian eingestellt. Die CPU wird auch automatisch eingestellt, also was mindestens verwendet werden soll, zwei CPUs. 2 GB RAM und noch ein paar andere Sachen. Genau,
Wenn uns das hier alles so passt, wir können das hier auch ändern. Wenn wir mehr RAM haben, machen wir hier einfach 400 MB, 4 GB und 3 Kerne zum Beispiel, je nachdem, wie stark euer PC ist. Und ja, dann können wir auch einfach auf Importieren klicken. Dann müssen wir noch den Richtlinien zustimmen. Einfach hier durchlesen, wenn es euch interessiert, oder einfach auf Zustimmen klicken. Genau, dann lädt das Ganze ein bisschen. Und ja, wenn das Ganze abgeschlossen ist, seid ihr auch schon so gut wie fertig. Aber wir machen noch ein paar kleine Tests dann, ob wirklich alles funktioniert hat. Gut, der Importierungsvorgang ist abgeschlossen und wir sehen hier unten jetzt eine neue virtuelle Maschine. Die ist bei euch hier ganz oben, weil ihr habt ja nicht so viele wie ich im Normalfall. Genau, dann einfach, wenn ihr nochmal was ändern wollt, könnt ihr Rechtsklick ändern drücken und nochmal euch alles anschauen, was hier so eingestellt ist. Wie gesagt, Prozessor, Arbeitsspeicher und so weiter. Ihr könnt auch einen gemeinsamen Ordner stellen, dann könnt ihr von Windows und Linux Daten übertragen und so weiter. Und ja, hier sind ja die CD-Laufwerke, die Festplatte. Naja, interessiert uns jetzt hier nicht weiter. Wir wollen jetzt wissen, ob es funktioniert und klicken einfach mal hier entweder Doppelklick drauf oder hier einfach markieren das Ganze und klicken hier auf Start. Dann heißt es hoffen, dass alles funktioniert. Und ja, wir sehen, es öffnet sich ein kleines Fenster, die virtuelle Maschine wird gestartet. Wir können das Ganze auch mal größer machen. Hilft jetzt in dem Fall nicht viel. Und dann einmal hier mit der Maus reinklicken und Enter oder einfach warten. Und wir sehen rechts unten die Taste, mit der wir unsere Maus fangen können, also Steuerung rechts. Wenn wir hier reinklicken, ist unsere Maus gefangen. Das heißt, wir können sie nicht mehr bewegen, zumindest in diesem Logo. Wenn wir Steuerung rechts klicken, können wir sie wieder raus aus dem Fenster holen. Auch ganz ja, wichtig später. Genau, dann sehen wir jetzt hier Kali Linux Login. Das macht er automatisch. Er hat jetzt auch ein paar Fehlermeldungen gebracht. Wenn ihr hier Fehlermeldungen seht, ist das im Normalfall nicht schlimm. Die entstehen ab und zu halt beim Booten. Und wir haben jetzt hier als Passwort, als Nutzername Kali und als Passwort ebenso Kali. Dann einmal Enter. Und schon startet unser Kali 2021 in sehr kleiner Version. Ich versuche das Ganze mal größer zu bekommen. Okay. Es dauert kurz, bis die Treiber geladen werden und schon haben wir das Kali im Jahr 2021 im Fullscreen-Modus. Und ja, wir haben hier unser Terminal. Kann sein, dass es am Anfang noch ein bisschen langsam ist, da die Treiber eben geladen werden und wir sehen hier, Konsole funktioniert, wir haben auch eine IP-Adresse bekommen, läuft alles wie nach Plan. Und ja, hier könnt ihr jetzt euch austoben, eben Kali Linux verwenden, so wie ihr es braucht. Und ja, das war mein Tutorial für Kali Linux 2021. Easy, schnell und einfach. Doppelt easy, ja. Und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als: Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr IT-Sicherheit hören willst, dann abonniere den Channel. Lass ein Like da, wenn ich dir helfen konnte. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Mach's gut und be part of it. Peace.